Das ist Musik. Vielen Dank, Kinder. Mann, war das fett. Also für heute machen wir Schluss. Silas, danke. Das ist gut, Silas. Ja. Danke. Bei uns im Studio Bela B. Er ist zurzeit zu sehen in dem Film Edelweißpiraten und er ist auch zu hören, wir haben es gerade gehört, in dem Film Tackle in Trouble. Nun ist Edelweißpiraten was ganz anderes, was eine ganz anders, realistische Figur, eine Figur, die es sogar gegeben hat, Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Und ich hatte so das Gefühl, es war für dich, obwohl du schon so viel gemacht hast, du hast ja schon viel gedreht, doch nach vielem auch lustigem Trash und sehr schäbigen Sonder, ist es nun plötzlich doch eine neue Figur gewesen? Ja, ja, natürlich. Also zuallererst, es war die erste reale Figur, die ich gemacht habe, an dementsprechend eine große Verantwortung. Eine Figur, die real existiert hat, er ist ja tot, schon lange, Hans Steinbrück. Und es war natürlich eine vielschichtigere Geschichte als viele Sachen. Also ich sag mal so, ich habe jetzt in den letzten Jahren mich als Bösewicht ziemlich etabliert, habe inzwischen natürlich auch andere Sachen gemacht. Das war natürlich, also da gab es schon sehr, sehr viel. Also wir haben auch deutlich mehr gedreht, als man jetzt da sieht. Wir haben ja 3 Monate in Russland gedreht und hatten am Schluss 180 Stunden Film. Und daraus sind jetzt 90 Minuten zusammengeschnitten worden. Wir haben das dann da auch gelebt. Das war ja auch, also in St. Petersburg, das war ja auch eine Fremde. So, also schon jetzt nicht so unsere gewohnte Umgebung und bis auf den Hauptcast, also die Jungs, die Edelweißpiraten gespielt haben und Anna Thalbach und Jochen Nickel und noch ein paar andere Schauspieler waren das ja alles Russen, mit denen wir auch zu tun hatten und dementsprechend und Winter, dunkel und viel Wodka und so und dementsprechend war das dann irgendwann, also sind wir so eingetaucht auch in unsere Rollen, dass das schon eine Erfahrung war, die sehr speziell ist. Mhm. Es ist Petersburg, aber eigentlich soll es ja Köln sein in den letzten Kriegsmonaten, also das zerstörte Köln, das bombardierte Köln. Das wurde da auch aufgebaut von der Setdesignerin, die auch den James Bond gemacht hat, der in Russland spielte. Die hat dann, da wurde dann halt Köln, so ein S-Bahn-Damm in Köln aufgebaut und das war schon ziemlich frappierend. Mhm. Und deine Figur hat ja eine ganz wichtige Funktion für diese jungen Leute, die ja erstmal nur so einen stilistischen Widerstand leisten. Anfangs sind sie einfach nur, hören sie andere Musik und haben eine andere Frisur und andere Haare. Und durch dich kommt ja doch so ein, so habe ich es verstanden, doch ein politisches Element eigentlich rein erst. Also Hans Steinbrück ist natürlich jemand, der die alle ins Unglück stürzt. Also das darf ich jetzt gar nicht verraten. Aber Hans Steinbrück ist, meine Figur ist jemand, der eigentlich auch aus Rachegefühlen und aus sehr egoistischen Gefühlen heraus, wie es auch heute immer wieder passiert, diese Jungs, die bei denen es eigentlich nur so ein Piekser gebraucht hätte, dann letztendlich dazu bringt, mit ihm unter dem Deckmantel des Widerstandes da eigentlich seine Rache zu vollziehen. Und das ist sehr tragisch, die zweite Hälfte des Films. Also das sollte man sich auf jeden Fall, mehr will ich jetzt nicht verraten. Die Edelweißpiraten selbst, das muss ich jetzt auch mal sagen, die hat es ja wirklich gegeben, um die 3000 im Raum Köln, war nicht wirklich eine Widerstandsgruppe, sondern es waren junge Menschen, die teilweise sogar in der Hitlerjugend waren und dann, wenn sie dann halt nicht in ihrer Uniform rumrannten, Widerstand gelassen haben, sich also sich so ähnlich wie jetzt Punks heute, Aussteiger, sich halt nicht anpassen wollten. Also es war ein spielerischer Widerstand, weshalb ihnen bis heute eigentlich, also in Deutschland bis heute die Anerkennung versagt geblieben ist. Und das ist ja auch wirklich bemerkenswert in diesem Land, dass die immer noch teilweise, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber 2001 war es noch so, dass die meisten Edelweißpiraten immer noch als Verbrecher geführt werden. Bela, noch eine letzte Frage zum Schauspieler, den wir in diesem Film ja sehen, der also eine sehr abenteuerliche Figur spielt. Also diese Figur, die du da spielst, ist eine besondere Herausforderung gewesen. Du hast das auch richtig gelernt zu spielen, bist aber nach wie vor natürlich trotzdem auch noch Musiker. Also wie geht das bei dir jetzt so zusammen in Zukunft? Nach so einer doch relativ großen Rolle könnte man sich denken, irgendwann sagt das Schlagzeug an dir und das wird noch gespielt. Nö, das nicht. Also so, aber es macht also Schauspielern macht mir tierisch Spaß, mich in diese Rollen einzufinden, wenn ich dann die Chance bekomme, in größeren Rollen das zu machen, auch in kleineren Rollen natürlich, aber das wird mich von der Musik nicht wegholen. Also definitiv nicht. Und kann jetzt hier auf ein Geheimnis lüften, was ich in den letzten Tagen ja auch schon jetzt immer häufiger tue. Es wird nächstes Jahr ein Soloalbum von mir geben. Für alle die Zweifler, die glauben, jetzt macht Bela nur noch, ist jetzt Bela nur noch an der Schauspielerei interessiert, das stimmt nicht. Und das werdet ihr dann da draußen alle hören. Und das Soloalbum ist so großartig und wird die Zeit, die etwas längere Zeit, die es brauchen wird, bis es eine neue Ärzteplatte gibt, auf jeden Fall würdig ausfüllen. Da bin ich sehr sicher. Sehr sicher. Bela, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Weihnachten heute für dich auch. Tolles Fest. Geht richtig was ab? Oder? Ja, ehrlich gesagt, also ich bin nicht immer so, ich bin höflich ausgedrückt ein Weihnachtsmuffel. Also bin da nicht so. Ich war irgendwie so, ich könnte jetzt groß mit Atheismus kommen und sowas, aber das ist nicht, das muss jetzt nicht sein.
ich will jetzt niemanden versauen heute, aber eins meiner schönsten Weihnachten war, als ich vor ein paar Jahren von der Tour zurückkam. Und dann die Box, ich habe da immer 2 Wochen vor Weihnachten Geburtstag und ich bekam zum Geburtstag die Miss Marple Box geschenkt und habe mir dann am 24. vor 2 Jahren dann alle, wie viel sind es, 4, 5 Miss Marple Filme hintereinander angeguckt. War super. Ein würdevolles Weihnachtsfest. War ein würdevolles. Also Miss Marple war schon, das war schon die Frau, mit der ich gerne Weihnachten verbracht habe. Bela, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich habe gerne zumindest den Vormittag des Heiligen Abends mit dir hier verbracht. Schön, dass du bei uns warst. Sophie Bella B. war noch nie, glaube ich, zur Zeit haben wir ihn also zigfach in dem Film Tackle in Trouble zu hören. Dann haben wir ihn auf der Leinwand in der Rolle des Hans in Edelweiß-Piraten. Nächstes wir haben Jahr wird es auch ein paar Filme geben. Ein paar Filme noch außerdem, also das Solo-Projekt und im Kollektiv der Ärzte ist er auch zu hören. Das tun wir auch gleich jetzt gemeinsam, nämlich die Ärzte hören. Vorher noch ein kleines Weihnachtsgeschenk für Sie alle da draußen. Unter 0331 70 99 111 haben wir die Memoiren noch ein paar Mal da. Also von Jean Dülich, der Original Edelweiß-Pirat, auf dessen Erinnerung der Film basiert. Unter 0331 70 99 111 verschenken wir das Buch. Vielen Dank, dir.